die Socken im Nacht. A chamber pot. Fortunately for Carl, inspecting it wouldn't further this particular investigation. Der Kackepott. Der Kackepott. So, was haben wir hier noch? Jawohl, noch ein Arztkoffer. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren, okay. Sieht sie ziemlich klein aus. Der Doktor interessiert sich offensichtlich für Geschichte. Someone had lost a few liters of blood here. Carl's first thought had been a lumber accident. Someone's hand cut by a saw or a hunting accident. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Perhaps they were already dead. Das kann auch sein. Wir machen auf jeden Fall mal ein Bild davon. Alles festhalten. Ja, behalten wir. Ist ein bisschen dunkel, aber behalten wir. Okay. Wenn man jetzt aber hier die ganze Zeit Medikits kriegt. Mein Albtraum, die Waage. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Okay. Können wir echt noch kochen hier ein bisschen? Vor allem, da ist ein Schloss, aber das können wir nicht mitnehmen. Ah, wir brauchen also eine Flasche. Magneten können wir auch benutzen. Haben wir aber alles nicht. Was haben wir denn da? Streichhölzer. For the one-eyed, or for other vision problems, the eye patch was the way to go. Ne, wenn wir die ganze Zeit hier auch Medikits und so kriegen. So, wir werden jetzt erstmal eine rauchen. Ah, gleich wieder voll. Na komm, fackel die Bude an, darauf auf den Läufer. Genau. Los austreten. Das wäre voll lustig, wenn die jetzt aus wäre. Was, wenn einfaches Abschließen nicht ausreicht? Okay. Das Ding ist, hier muss es doch noch irgendwas zu finden geben oder einfach nur die Story von dem Dog. Mysteriös. Gucken uns aber hier nochmal ganz kurz um. Mega dreckig hier alles. Wieder die Wölfe. Die Frage ist, sollen wir jetzt immer den Spuren folgen? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Eine Petroleumlampe. Da muss ich ja damals denken, wo wir so einmal so beim Splash abends, wo wir so dann auf dem Zeltplatz saßen, haben wir so dämliche Reime gesucht und hatten wir dann ich stelle die Petroleumlampe auf die Linoleumkante. Oh Mann. Ich glaube, das ist nur lustig, wenn man live dabei war. Aber glaubt mir, es war lustig. Müssen wir jetzt diesen Fußspuren folgen? Oder sollen die einfach nur sagen, die haben hier gewütet? Great care had to be taken searching this place full of oddities. Everything was important. The decor itself told a story. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir mal die Dings ausrüsten hier. Falls sie mich doch angreifen. Weil irgendwo. Aber wir verlieren schon mal keine Kälte. Warte mal, das geht hier lang. Die hören halt jetzt hier auf, wa? Ja, dann lass uns mit dem Auto weiterfahren. Das ist mir zu unsicher sonst. Wir brauchen unser Auto.
Aber beim Arzt finden wir jetzt nichts weiter, denke ich. Nee. Irgendwas übersehen? Denke nicht. Also zurück ab ins Auto und dann fahren wir die Straße mal weiter. Die Mucke. Lö, 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 lö. So, jetzt fahren wir nach links weiter. Das Ding ist, es gibt hier halt auch keine lineare Story, sondern man muss ja alles so mehr oder weniger selbst erkunden. Habe ich gelesen. Also wir können jetzt nach links oder nach rechts? Ich wäre ja für rechts. Ich weiß auch nicht warum, aber ich wäre für rechts. Ah, hier lädt es schon, also neues Gebiet. Okay. Die Mucke, voll gut. Lalalala. So. Brauchen wir erst den Schlüssel. Streichhölzer, Müll. Warum auch immer. Okay. Da ist nichts. Kommen wir jetzt hier überhaupt rein? Ist alles zu? Oh, nee, ist... Alter! Erschießt er mich? Ich habe keine Ahnung. Können wir mit dem reden? Je m'attendais pas à ce qu'un étranger retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang bang bang, si ça s'approche. Bang bang bang. Stimmt ja mit dem nicht. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Wie der aussieht und guckt voll grimmig. Guck mal, wir können tauschen. Die Flasche gegen den Mantel. Aber vorher klaue ich dir alles, was hier nicht nie- oder nagelfest ist. Ob der mich dann erschießt, ich habe keine Ahnung. Du machst, du machst, du machst, du sens die Pieds. Okay, der sitzt hier, der Alte. Dans mon temps, c'était comme sur l'image. On était vrai, fier, fort, puis on avait le bon lieu de notre bord. Oh Mann. Oh Leute. C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Guck mal, der hat extra posiert. Ja, schenke ich dir. Kannst du behalten. Vor allem, warum soll ich mir denn hier übelste Stories durchlesen? Qui se donne au yob sur le mercredi décembre. Fut-tu pas effrayant cette histoire-là? Aber wir haben ja. Jetzt haben wir eine Flasche Wasser. Hey, la Corriveau, Batèche. Ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau? À tuer tous ses maris, squeak, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Nix drin. Touche pas à ça, l'enfant, tu pourrais te faire mal. Komm, wir packen da jetzt die Tatwaffe rein. Und dann sagen wir, er war's. Und dann ist der Fall gelöst. Aber vorher gehen wir noch aufs Klo. Der Opi braucht eine Windel. Eine Windel, wollte ich gerade sagen. Der braucht eine Windel. Das ist sozusagen der Gegenpart von Omi for the Win. Das ist jetzt Opi for the Win. Okay, wir brauchen also bei dem den Mantel. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ach, Quatsch. Bei dem kriegen wir den Mantel.
Il y a un petit gars d'écarté dans ma maison. Tu m'amènes un bon galon de caribou et on devient... Interessant. Das bedeutet, wenn ich irgendwo Suff finde, aber wir haben doch schon einmal Suff gefunden, aber den will er nicht, der will bestimmt einen Suff. Hm. Okay. Das ist schon mal das falsche Haus. Das heißt aber, wir können zurückfahren zu den Häusern, wo wir am Anfang waren, wo er nicht aussteigen wollte. Oder was? Oder wie? Und hier haben wir auch keinen Schlüssel. Können wir hier hinten jetzt weiterfahren oder irgendwo umdrehen? Ja, Wendekreis. There, Carl had fed his mind, but had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter. Boah, jetzt brauchen wir noch Essen. Wir fahren mal rechts weiter. Ich weiß, wir wollten eigentlich zurück zu dem... zu den Häusern, aber... das machen wir dann gleich. Aber die Karre, die hat auf jeden Fall keine Servolenkung. Hier ist wieder so ein Ding. Wir gucken uns das mal an. Da holt er die Kamera raus, wa? Wegwerfen. Wir müssen aufpassen, wir haben, glaube ich, nicht zu viele Bilder. Aber ich weiß halt auch nicht genau. Wie gesagt, man weiß halt die Story. Oh, guck mal, da links ist was. Man weiß ja die Story nicht so wirklich. Da ist ein Höhleneingang. Oh oh. Gleich mal hier Brechstange raus. Und dann gucken wir mal. Eis. Oh. Greifen die mich an? Ne, die rennen weg. The cold seemed to be more brutal here than anywhere else. It seeped into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Da stirbst du instant, ey. Carl needed to be dressed in warm clothes to survive. Ah, und deswegen müssen wir auch von dem Alten den Mantel kaufen. Ich verstehe. Also eiskalt, im wahrsten Sinne eiskalt, zurück zu den Häusern, um zu gucken. Vielleicht finden wir in den Häusern, die wir am Anfang waren. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Vielleicht finden wir da die Flasche Schnaps, die der Alte will. Komm, zieh den Finger, wir haben Schneeketten drauf, damit kommen wir überall lang. So. Gucken wir mal. Na, dem ist echt arschkalt, wir müssen uns gleich unbedingt mal aufwärmen. Vielleicht an der Tankstelle. Würde ich sagen, würde ich. Warum kriegt er dann eigentlich Gehirn dazu, wenn ich irgendwo gegenfahre? Das verstehe ich nicht. Hier beim Alten, da genau, hier sind wir bei dem Alten. Und da wärme ich mich kurz auf, bevor es weitergeht. Weil wir sehen ja sonst nur die Hälfte. Jetzt gucken wir mal, wie gesagt, fahren wir mal, jetzt haben wir uns aufgewärmt. Könnt noch eine Zigarette rauchen. Oben links sehen wir übrigens in dem Pausemenü unseren Zustand, habe ich gerade gesehen. Und jetzt lasst uns mal zurückfahren zu den Häusern, die da ganz am Anfang waren. Denn ich denke, dass wir da die Schnapsbulle finden. Ich meine, wir haben ja eigentlich schon eine Schnapsbulle. Gucken gleich nochmal im Auto. Ah, kann ich nicht, wenn ich im Auto sitze. Egal, fahren da jetzt hin.
Und gucken uns da mal um. Denn am Anfang konnten wir da nicht aussteigen, weil er gesagt hat, hey, ich muss pünktlich sein. So, jetzt müssen wir nach links, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Oh, die Karre hat keine Servolenkung, eindeutig nicht. So. Die Wölfe greifen uns auch nicht an, haben wir gesehen. Gibt es hier überhaupt Gegner in dem Spiel? Das ist ein reines Adventure-Erkundungsspiel. Ich habe keine Ahnung. So, über die Brücke sind wir drüber gebrettert, das weiß ich noch. Und jetzt lädt's wieder. So. Lädt immer ganz schön lange. So, hier könnte man jetzt noch nach links fahren. Aber wie gesagt, ne, wir fahren mal zurück. Da ist die Tankstelle. Okay, da müssen wir am Baum vorbei. Ey. Ach, deswegen hat es geknallt, weil der Baum umgefallen ist über die Leitung. Also auf die Leitung. Auf die Stromleitung. Deswegen hat es so gerumst. Die Karre hängt, die Karre hängt. So. Bin mal gespannt, ob wir da jetzt echt was finden an den Häusern. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber umsonst sind die da ja nicht. Und irgendwo müssen wir ja den Suff herkriegen vom Alten. Wobei, der sitzt ziemlich nah an der Höhle. Vielleicht ist das auch so Endgame-mäßig. Guck mal, hier ist ein Briefkasten. Das bedeutet, hier gibt es ein Haus. Die Pucke. Yeah, yeah, yeah. Da kommt Freude auf. So, was haben wir hier für ein Haus? Gar keins. Doch. Oh, was ist denn das? Brennender Pfeil. The crossbow bolt stuck into the wooden stairs reminded Carl of the arrow that was said to have hit Achilles' heel. But who was the intended Achilles this time? Verrückt. Gleich mal gucken gehen hier. Weil dann steckt ein brennender Pfeil, weißt du? Und er rennt hier rum ohne Furcht, ohne Angst. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. So. Mist, mein Inventar ist voll. Karl, dein Inventar ist voll. So. Hab ich da gerade eine Katze gehört? The air was freezing, right down to the bone. Können wir wieder auftauen? The otherworldly ice had struck again. The woman's hopes and dreams were frozen in eternity. Carl felt a cool, tingling sensation in his back. Another vision took over him. Neue Vision. Aha, da ist ein Safe. Was hidden under the stairs. Oh, oben ist Rotlicht. The man grabbed his rifle. Carl felt a sense of dread in him. Okay. Er hat irgendwas in den Safe gepackt und nun. Okay. 1948 ist bestimmt der Pin. Perhaps their spousal relationship had been cooling down lately. It seemed like secrecy was commonplace in this house. Lol. The vision's veil was lifted.
and he was back to reality. A reality in which Giselle, Jill's loving spouse, was motionless, frozen in ice. Okay. Als ich zum ersten Mal mit Gillis ausging, hatte meine Mutter noch gemeint, dass er nicht gerade die hellste Kerze im Weihnachtsbaum sei. Und je mehr Zeit vergeht, desto bewusster wird mir, wie recht sie doch hatte. Man sollte immer auf die eigene Mutter hören. Warum speichert das jetzt? Die Erpressungsgeschichte ist das perfekte Beispiel. Gillis ist wie ein kleiner Hund. Er glaubt, er sei größer, als er in Wahrheit ist. Er knurrt herum und denkt, er könnte den Leuten Angst machen, aber jeder weiß, dass man ihn mit einem einfachen Tritt aus dem Weg räumen kann. Das ist ja sehr nett. Er glaubt doch tatsächlich, dass er Hamilton erpressen könnte. Okay. Okay, der will ihn also so erpressen. Hamilton war doch der Tankstellentyp, oder? Oder nicht? Vertausche ich da jetzt was? Die Kisten sprechen dafür, dass der Umzug... Ja, die wollte ausziehen. Schmerzmittel. Aber ich brauche doch Suff. Die wollten das ganze Haus neu streichen. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall aber mal zu dem Dings begeben. Zu dem Tresor. Wir da so finden. Bin ich ja gespannt. Tut, tut, tut. Leitung ist tot. Tut, tut, tut. The pot was cold. And the stew inside wasn't cooked. It's naja. Likely that poor Giselle was slow cooking it before she got snapped. What a waste. The was für eine Verschwendung. And the stew inside wasn't cooked. Ich hab ein Steak. It's likely that poor Giselle was slow cooking it before she got snapped. What a waste. Können wir das Steak nicht machen irgendwie? Braten oder so? Wir haben ja Hunger, wurde gesagt. Oder können wir das einfach so essen? Und warum wollte sie bitte aus dem Fenster? Ob es hier auch Uhren gibt, die funktionieren, ist eine gute, berechtigte Frage. So, hier hatten wir jetzt 1948, okay. Ah, moving. What a pleasant activity. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. Wie muss man das jetzt komplett eingeben? Das ist bestimmt der Code. Bert Rand Lach. Okay. Das merke ich mir doch niemals. Kann man ja jetzt auch Licht ausmachen. Disco. Okay. Carl hat's jetzt schon wieder vergessen. That kind of safe before. With its double layered security system blending letters and numbers, its code couldn't be broken by the common burglar. Ist das schon mal nicht der PIN? The general store, along with several more infrastructures in the area, had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Perhaps the village should be rechristened Hamiltown. Okay. Aber ich verstehe nicht, was das hiermit zu tun hat. Auch das Kack-Passwort. It felt like old people were all these walls could see for years. The LaChances could hardly be blamed for wanting to freshen things up a bit. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the LaChances had just moved in. The cross looked after a marriage's well-being and served as a motivator to uphold the priest's sermons calling for more little worshippers on one hand and cautioning against guilty pleasures on the other. Indeed, the LaChances were still part of the God-fearing generation. Okay.
Aber wo kriegen wir jetzt den? Beautiful portrait of Gilles and Giselle, bound together by the chains of conventional love. What a mess! Clearly, there was some major revamping work underway here. The place looked barely habitable. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. Ich verstehe das mit dem Dings nicht. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in.